Du weißt bestimmt, wenn du Rinderfilet in mundgerechte Stücke schneidest, es marinierst und dann zur Seite legst, dir dann die Paprika zur Seite holst, die grüne, die rote und die gelbe, sie in mundgerechte Stücke schneidest, wie die Zwiebel, die dann voneinander löst, den Lauch in kleine Ringe schneidest, den Knoblauch dann fein hackst, dir die Pfanne zur Hand nimmst, ein bisschen Öl in der Pfanne erhitzt und die Rinderfiletstreifen heiß anbrätst, bis das perfekte Aroma erreicht ist und sie dann anschließend aus der Pfanne nimmst, dann gib das Gemüse, was du zuvor klein geschnitten hast, in die Pfanne, vermische es gut miteinander und brat es kurz an. Das ergänzt du dann anschließend mit Soja, Austernsoße, Sesamöl und den restlichen Brokkoli-Stückchen. Gibst dann etwas Salz, Pfeffer, Speisestärke, rührst es dann um, gibst dann etwas Rinderbrühe hinzu. Zu allerletzt kommen die Rinderfiletstreifen mit dem Lauch in die Pfanne zurück. Dann kannst du auch schon mit dem Servieren loslegen. Dazu habe ich Reis geformt und mittig auf dem Teller platziert und rund um die leckere Soße verteilt. Dann noch ein bisschen schwarzen sowie weißen Sesam und fertig ist das leckere Gericht.